Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich. Grüße gehen raus. Ja, heute eine neue Folge von Elex. Bin schon gut ins Spiel reingekommen, bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Bloß in der Story sind wir noch nicht weitergekommen mit den Missionen, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt. Aber egal. Freue mich, geiles Spiel. Ja, ich würde sagen, wir starten. Wir können keine Zeit verlieren. Wir haben es jetzt genau 14.53 Uhr, 22.04. Ach, so sehen die Alps aus, ja? Mit denen wir auch noch Bekanntschaft machen. So, genau hier hatten wir aufgehört. Das Haus hatten wir definitiv durchsucht. Die anderen Häuser, die da hinten, die beiden, die lassen wir erstmal links liegen. Weil ich möchte auf jeden Fall jetzt mal eine Mission schaffen. Ne? Mit euch. Und deshalb... Wir nehmen einfach mal die Hauptmission. Im Moment. So. Hauptmission Kontakt. Müssen wir normalerweise erstmal weiterkommen. Die anderen sind vielleicht ein bisschen zu weit weg, aber die Hauptmission müsste passen. Da ist ein kleiner Vorposten der Alps an einem Waldrand von Edan. Ich sollte mich ihnen zu erkennen geben. Mal sehen, was mein Wort noch wert ist. Sollten sie meine Autorität nicht mehr anerkennen, dann puste ich sie weg. Oh. Wenn wir das schaffen, ist gut, ja. Eine Pistole haben wir noch nicht zum Wegpusten. Ah, das passt. Das ist nicht so weit weg. Das sollten wir schaffen. Dann werden wir uns hier mal hin teleportieren. Oh, das geht sehr schnell. Das ist gut. So, jetzt sind wir wieder hier. Ja, genau. So, den machen wir erstmal platt. Das ist kein Problem. Feuerstelle, da können wir immer das Fleisch, was wir haben, brutzeln, damit es auch schmeckt. Ein Stück haben wir. Super. Ja, das werden wir jetzt auch gleich raufpacken hier auf den Slot. War das immer hier? Das sind Waffen. Gegenstände. Nahrung. Hier. Gebratenes Fleisch, ja? Gesundheit plus 12. 12 Sekunden lang. Gut durchgebraten und lecker. Cool. Ja. Das Problem ist... Da hinten kommen Banditen. Wir sind von hier aus ja schon mal da hinten hingelaufen. Moment, warum zeigt er jetzt nicht auf der Karte an? Ach, da müssen wir hin. Wo waren wir das letzte Mal hingelaufen? Ich glaube, wir sind hier lang gelaufen. Muss ich mal gucken. Ich glaube, wir gehen diesen Weg hier. Und nicht diesen. Oh, es ist noch ein...
Ist noch ein Stück, aber... Gut. Ja, erstmal... Ach, hier auf der Hauptstraße, ja, da könnten wir sicher sein. Führt die denn ganz nach oben? Da, wo wir hin müssen? Das ist ein bisschen komisch, na doch, jetzt geht's. Der Map. Das ist die Hauptstraße, ja. Obwohl, hier ist eine Ortschaft, die würde ich gerne entdecken. Das ist auch ein Teleporter, weil... noch ein bisschen öfters auf die Karte gucken. Ja, das ist richtig und dann links abbiegen. Oh, oh, oh. Nee, das geht ja mal gar nicht, Alter. Da müsste man sich dran vorbeischleichen. Ah, jetzt hören wir ihn auch schon. Ja, sie haben ihn gesetzt, Alter, geil. Vielleicht macht er auch gar nichts. So wie so ein Troll bei Skyrim. Oh, 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 oh. Ne, lieber nicht. Oh, da zwei davon. Alter, ja, das meinte ich, dass der Spielstart, also wenn man das Spiel anfängt, das dauert jetzt eine Zeit, hier muss man erstmal aus dem Weg gehen. Aber das klappt. Oh! Hey! Das hat ja gut geklappt. Bringt das Fleisch? Müsste mehr bringen. 12 Sekunden lang. Ja, stellt er bestimmt fast komplett wieder her. Also wunderbar. So, gibt's auch Fleisch? Ja. Vorwärts. Was ich nicht so gut finde, dass er auf der Karte oben rechts nicht anzeigt, wo die Wege sind. Weil so habe ich ein bisschen Orientierungsprobleme. Ach, vielleicht kann man das nachher noch ändern. Indem man... Naja, soll uns nicht stören. Oh. Lieber gleich noch ein Fleisch. Ich weiß nicht, ob wir den Gegner schon hatten. Ja, den können wir... Oh, 25. Aber das kriegen das. Ja, die bringen schon. Naja, 25 ist ja nicht so viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. Auf jeden Fall. Oh, das sind zwei. Ne, drei. Ne, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ach, da ist das. Ja, so groß ist die Map eigentlich gar nicht. Wenn ich überlege, dass wir von da gekommen sind, den ganzen Weg sind wir schon gelaufen. So groß ist sie gar nicht. Vielleicht wird sie nachher noch größer und da werden noch andere Gebiete freigeschaltet. Das weiß ich nicht. Da müsste man... Ja, wie kommen wir jetzt dahin? Vorposten der Alps. Ja, mit denen sollen wir sprechen. Das ist hier die Straße, ja, dann müssen wir hier auf der Straße weiter.
killen wir lieber. Ja, die Pflanze wollen wir ja mitnehmen. Oh! Schnell weg! Auf! Lass laufen! Aber das wird Erfahrung geben, ja, die folgen uns nicht mehr, wunderbar. Oh, der ist stärker. Ah, oh, schon noch einer. Nein, das ist gefährlich. Nee, das geht gar nicht. Nimm die Waffe weg, Mann. Nimm die Waffe weg. Du sollst laufen, Alter. So, da sind die Alps. Halt in den Fleisch. Ah, gut. Erfahrung 200, das können wir gebrauchen. So, die bösen Alps. Sag mal, seid ihr denn doof oder was? Oder gehört das dazu? Ne. Also das verstehe ich ja nun gar nicht. Fortsetzen. Zwischengespeichert hat er ja nicht. Ja. Das seht ihr eben. Das, ja, das mögen viele Menschen nicht, aber das, ja, ich verstehe es jetzt nicht, weil das war eigentlich das Ziel, mit denen jetzt zu schnacken. So, da ist ein kleiner Vorposten der Alps an einem Waldrand von Edan. Ich sollte mich ihnen zu erkennen geben. Mal sehen, was mein Wort noch wert ist. Sollten sie meine Autorität nicht anerkennen, puste ich sie weg. Ja klar, pusten wir. Das habe ich schon gedacht, dass wir die nicht wegpusten können. Ja. Du musst gleich getötet. Ich weiß bloß nicht, ob sie das gemacht haben, weil wir die Waffe noch in der Hand hatten. Aber die hatten wir nicht mehr in der Hand. Außerdem, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann müssen wir jetzt was anderes machen, also das, ja, gut, Refugien der Separatisten. Die Separatisten sind den Alps immer noch am nächsten, auch wenn sie nicht mehr derselben Direktive folgen. Wenn ich mein Ziel näher kommen will, sollte ich mich mit dem Kopf der Separatisten unterhalten, dazu muss ich ihn aber erst einmal finden. Irgendwo muss das Rattennest ja sein. Alter, so weit oben, ey. Warum ist das alles so weit weg? Ja, so weit ist es nicht weg. Wir sind gerade hier gewesen. Aber das ist schon noch, also es ist sehr weit weg. Ich müsste mir echt mal angucken, was andere YouTuber zu Anfang gemacht haben. Das ist auch sehr weit weg. Während meiner Bewusstlosigkeit in den Bergen nach meiner Exekution bin ich bestohlen worden. Kram, den ich jetzt gut gebrauchen könnte. Wenn ich den Kerl erwische. Ja, könnte man machen, aber ich weiß, das ist auch sehr weit. Nur das ist nicht ganz so weit weg. Das hatten wir zu Anfang bekommen, die Nebenquest. Gut, dann versuchen wir jetzt, das den Dieb, der uns die Sachen gestohlen hat, zu holen. Also zu ihm hinzulaufen. Und so weit ist das ja nicht, die Wildstrecke. Das sieht nur so weit aus. Und holen uns die neue Ausrüstung, weil wenn ich mir die Ausrüstung angucke, da können wir ja gar nichts. Vielleicht brauchen wir die auch. Und das werden wir jetzt auch komplett durchziehen. Ich hoffe mal auch, dass wir das wirklich schaffen, aber da gehe ich mal stark von aus. Ich habe bewusst den leichten Schwierigkeitsgrad genommen. So, hier gehen wir jetzt dran vorbei. Ja,
Gas. Oh nein, da kommt noch einer. Oh, das ist zwei. Ja gut, das ist ein kleiner. Das wäre der große Lümmel gewesen. So. Hier kann man natürlich auch querfeld einlaufen. Muss sich ja nicht immer an die Straßen halten. Er kann auch nicht lange laufen. Ja, wir speichern es definitiv immer wieder ab, weil ich habe das Zwischenspeichern ausgemacht. Das müssen wir jetzt sehr oft machen. So. Du Ei! Geht's noch oder was? Zum Glück haben wir zwischengespeichert. Alter. Ja. Das schreckt natürlich viele Leute ab, aber mich nicht. Da müssen wir durchlaufen. So. Immer weiterlaufen. Gut, den Fluss lang laufen. Da können wir auch im Fluss laufen. Müssten wir eigentlich. Ist nicht so tief. Bis tiefer? Nö. Ja, kommen wir hier auch hoch. Ah, er kann schwimmen, wie wir sehen. Das habe ich ja schon gedacht, dass er schwimmen kann. Und wunderbar. Ah, hier ist tiefer. Kannst du auch schneller schwimmen? Ja, crawlen. Dann hier im Wasser kann das nicht viel passieren. Es sei denn, es ist doch Wassermonster. Aber das werden wir sehen. So. Immer wieder speichern. Weil jetzt haben wir wieder ein Stück Weg geschafft. Bis wir dann da sind. Das ist eigentlich die beste Lösung. Ja, wir laufen jetzt querfeld ein. Da ist wieder ein Haus. Naja, wenn er uns die Ausrüstung gestohlen hat, dann wird er uns die freiwillig wahrscheinlich nicht geben. Ja. Oh, das ist ein starker Gegner gewesen. Hey! So, hier ist der Dieb. Wir sind da. Aha. Rüstung noch hat. Ja. Halt ihr Schwert im Hals. Ah, so sieht man sich wieder. Du bist es. Der Mann aus den Bergen. Dann ist mein Plan aufgegangen. Dein Plan? Was soll das heißen? Nun, du bist hier.
Wo ist meine Ausrüstung, die du mir gestohlen hast? Langsam, Kollege. Eins nach dem anderen. Jetzt entspann dich erstmal. Wir können ja in Ruhe über alles reden. Einen Drink? Ah, Errungenschaft. Gut. Wie viel Erfahrung? 200 immer. Vielleicht können wir das auch noch pushen, dass wir immer mehr bekommen. Alfreda Lerner oder so. So. Ich hatte nicht wenig Lust, dich am nächsten Felsen zu stoßen. Ist das deine perverse Art, Geschäfte zu machen? Ist das deine perverse Art, Geschäfte zu machen? Für einen Typen aus dem Eisland bist du ziemlich unentspannt. Und dabei heißt es immer, ihr hättet gar keine Emotionen. Aha. Verflucht. Was ist hier passiert? Er ist uns auf den Fersen. Wer? Der Alpkommander. Er ist nicht nur irgendein Commander. Es ist Jax, die Bestie von Xakor. Bist du dir sicher? Nein. Aber ich fürchte, wenn wir es herausfinden, ist es für uns beide zu spät. Hier habt ihr euch verkrochen. Scheiße! Ist er das? Hey, Mann, du musst das jetzt nicht tun. Wir sind auch ganz schnell wieder verschwunden. Ja genau. Wir wollten bei euch Alps nicht plündern, ehrlich. Wir sind nur rein zufällig hier vorbeigekommen. Irrelevant. Euer Elix gehört jetzt uns. Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Nein, die Direktive ist eindeutig. Das sind wir gewesen, ja? Den durften wir bei den Alpsober auch nicht rein, haben es getötet. Wir kriegen mit die Ausrüstung jetzt. Das kann sein. Jetzt erzähl mir erstmal von deinem grandiosen Plan. Nun, es kommt nicht so häufig vor, dass ein so hochdekorierter Alp-Commander degradiert wird und es überlebt. Schau dich an. Du bist zwar jetzt ein Ausgestoßener, aber hast trotzdem deine Instinkte nicht verloren. Du hast meine Ausrüstung gestohlen, um mich hierher zu locken. So viel habe ich kapiert. Aber wieso? Was willst du von mir? Ein ganzer Pulk von ziemlich miesen Typen ist hinter mir her. Da könnte ich deine Instinkte wirklich gut gebrauchen. Also, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Typen wie du werden immer von irgendjemand gejagt. Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Ausrüstung? Also, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Ist eine gefährliche Gegend hier. Mit so einem wertvollen Kram hat man schnell die Plünderer am Hals. Da habe ich sie lieber gleich verscherbelt und die Kohle in Nahrungsmittel und Wasser umgesetzt. Du Arschloch. Mit anderen Worten, sie ist weg. Hey, das musst du verstehen. Das Risiko war mir einfach zu groß. Typen wie du werden immer von jemand gejagt. Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Hey, komm schon. Ich weiß, ich bin dir etwas schuldig. Gib mir wenigstens die Chance, deinen Verlust wieder auszugleichen. Aha. Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt. Tja, dann ist das für dich wohl eine ganz neue Erfahrung. Könnte mir vorstellen, dass die Alps einen ganzen Trupp Soldaten schicken, wenn sie wüssten, dass du immer noch lebst. Drohst du mir etwa? Nein, aber ich wette, du könntest ebenfalls Unterstützung gebrauchen. Genau wie ich. Ein ausgekochtes Schlitzohr. Warum sollte ich so verrückt sein, dir zu helfen? Warum Edan? Was hast du dort gemacht? Warum Edan? Was hast du dort gemacht? Ich musste für eine Zeit lang aus der Wüste verschwinden. Edan ist zwar auch nicht der sicherste Ort, aber immer noch besser als die feurigen Klippen von Ignadon. Warum sollte ich so verrückt sein, dir zu helfen? Du bist bestimmt ein ganz harter Bursche, aber von den Eigenheiten und Ticks der freien Menschen hier draußen hast du keine Ahnung. Du glaubst, ich brauche Nachhilfeunterricht in Sachen menschlicher Psyche? Hey Mann, ihr Eisklötze kommt doch viel zu selten raus aus eurem Palast in Xakor. Wie willst du da wissen, wann dich ein schmieriger Waffenhändler oder ein illoyaler Söldner übers Ohr haut? Das sagt genau der Richtige. Du magst ein Experte in der Kriegsführung sein, Commander. Doch ohne deine Armee bringt dir das hier draußen wenig. Du, Eisklotz,
Brauchst jemanden mit Gespür fürs Geschäft. Na schön. Nehmen wir mal an, ich kaufe dir diesen Unsinn ab. Ja, nehmen wir das einfach mal an. Dann würdest du mit mir zusammen in die Hauptstadt der Outlaws gehen und ich zeige dir ein paar nützliche Dinge. Okay, und was würden wir dort wirklich tun? Sagen wir, ich habe ein paar Probleme, allein in die Stadt zu gehen. Ohne schlagfertige Begleitung könnte es für mich ein kurzer Aufenthalt werden. Das klingt, als hättest du mächtigen Ärger am Hals. Nun, ich muss wohl jemanden im Vor die Tour vermasselt haben. Und jetzt hetzt er die Meute auf mich. Er hat sogar Steckbriefe verteilt und ein vierstelliges Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ist das zu fassen? Ach ja, mein Name ist übrigens Ray. Wer hat Kopfgeldjäger auf dich angesetzt? Genau das versuche ich gerade herauszufinden. Ich meine, es gibt da so einige, denen ich das zutrauen würde, aber... Ach ja? Ja, aber ich muss es genau wissen. Sonst wecke ich nachher noch schlafende Hunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde. Man kann über euch Eisklötze sagen, was man will, aber... Irgendwo unter eurer kalten Haut ist da mit Sicherheit ein Herz versteckt. Nun... Zumindest, wenn ihr erstmal eine Zeit lang vom Elex runter seid. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Bin schon weg. Ich warte auf dich vorm Eingangstor der Stadt. Lass dir nicht zu viel Zeit, sonst darfst du bald nur noch meine Überreste zusammenkratzen. Na, ja, das war eine schöne Konversation. Wunderbar. Ja, haben wir schon mal eine Mission abgeschlossen. Geiles Panorama da hinten. Gut, dann werden wir das jetzt weiterverfolgen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Gefühlschaos. Wie könnte ich nur in eine solche Situation geraten? Das erste Mal in meinem Leben muss ich erfahren, dass es heißt, Gefühle zu entwickeln. Das ist die Hölle. Besonders eine Sache will mir nicht mehr aus dem Kopf. Warum hat Kaliax mich hinrichten lassen? War es wirklich... nur mein Versagen oder steckt noch mehr dahinter? Ich brauche Antworten. Gefährten. Das ist es, glaube ich. Der Outlaw ist ein mysteriöser Kerl, aber er scheint auch ein vielversprechender Waffengefährte zu sein. Möglicherweise eine gute Verstärkung. Das haben wir auch neu. Der Outlaw Ray wird von Kopfgeldjägern verfolgt. Er will, dass ich ihm helfe, den Auftraggeber zu finden und alle Steckbriefe aus der Welt zu schaffen. Ray will vor dem Eingang des Forts auf mich warten, um mit mir gemeinsam in die Wüstenstadt zu gehen. So, ich glaube, das machen wir. Ups, noch mal rauf hier. Oh, wow, 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 das ist aber weit weg. Da ist er, oder was? Ja. Gut, ich glaube, denn vielleicht das hier zuerst. Das ist ja genau dort. Naja, aber das müssten wir eigentlich schaffen. Dann gehen wir erstmal hier hin. Ich weiß ja nicht, was uns hier erwartet. Vielleicht ist aber auch noch ein Teleport. Jedenfalls speichern wir jetzt erstmal ab. Das ist sehr wichtig immer. Aber wir kommen schon vorwärts. Ah, hier sollten wir uns... Hier sollten wir auf jeden Fall noch was finden. Gehen wir mal hier rein, wenn wir schon mal hier sind. Ach, alter Zocker. Eine zurückgelassene Nachricht. Hier war kein Durchkommen mehr. Komplettes Verkehrschaos. Wir drehen um und nehmen doch den Weg über das Inland. Wenn das so weitergeht, werden wir nie heil ankommen. Oh, da ist ein Skelett. Ja, okay, der sitzt ja schon ein bisschen länger. Sandigels Handbuch 1. Ich glaube, das gibt Erfahrung. Da lernen wir vielleicht auch was. Sandigels Handbuch 1. Moment. Nein.
Hier war das, ne? Sandiges Handbuch 1. Hier. Einige Tipps des Wüstenwanderers im Überleben in Tava. Ich glaube, da lernen wir jetzt was. Die meisten Outlaws haben vergessen, wie man auf eigene Faust in der Wildnis überlebt. Sie setzen sich ihren fetten Arsch im Fort von Baxter platt und sind nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Aber nicht ich. Ich weiß, wie man hier draußen überlebt. Ich werde es für jeden aufschreiben, der die Schnauze voll hat, unter Baxters Fuchtel zu stehen. Regel Nummer 1. Nicht verlaufen. Regel Nummer 2. Wenn man sich doch verläuft, nicht in Panik geraten. Seine saubersten, buntesten Sachen nehmen und großflächig auf dem Boden ausbreiten oder in einem Baum hängen. Wenn man nach dir sucht, ist es so einfacher, dich zu finden. Toilettenpapier mitnehmen. Wenn man keines hat, ein Tuch und Wasser tun es auch. Lasst euch gesagt sein, es gibt nichts Beschisseneres, als in der Wüste ein abzuseilen und nichts zum Wischen dabei zu haben. Lange Kleidung. Die Jungs und Mädels im Fort mit ihren kurzen Sachen würden hier draußen keine zwei Tage überleben. Durch entblößte Haut verliert man viel zu viel Wasser. Außerdem wird es nachts scheißkalt. Alles klar. Lustig gemacht, ja. Was hier hinter? Flugblatt. Altes Flugblatt 3, gut. Ach, da haben wir schon zwei von. Das kennen wir also schon, haben wir schon gelesen. Tja. Rezept Hochleistungssuppe, geil. Das lernen wir jetzt mal. Das sind aber... Ups. Hier. Rezept Hochleistungssuppe. Ah, rohes Fleisch, Energieriegel, Brause. Plus 50, 20 Sekunden. Ja, das ist natürlich sehr gut. Brauchen wir aber gar nicht lernen. Das haben wir schon gelernt. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, wie wir sowas machen. Hier nochmal rein. Tagebuch einer Kellnerin 1. Sandy ist ein Mistkerl. Irgendwann schmeiß ich die Arbeit hier hin. Sobald ich genug Geld zusammen habe, bin ich weg. Dann werde ich mir einen besseren Job suchen. Wenn ich das Geld für die Abendschule habe, werde ich mich bei der Infine Skies bewerben. Die zahlen auch wesentlich besser. Er lässt einfach zu, dass mich ein paar seiner Gäste dumm anpöbeln. Am meisten Angst habe ich vor dem Kerl, der schon seit über einem Monat in den letzten Zimmer oben wohnt. Er starrt mich immer an. Hat er denn kein Leben? Das Einzige, was er macht, ist immer am gleichen Tisch zu sitzen und in sein vollgekritzeltes Notizbuch zu schreiben. Wahrscheinlich hält der Kerl sich für einen Künstler oder so. Ich ist noch schlimmer als die Typen, die mir aus Versehen an den Arsch trapschen. Sein Blick macht mich verrückt. Heute beim Abwasch habe ich Radio gehört. Gott, meine Hände zittern. Da war ein Mann, der behauptet hat, dass bald ein Meteor alles zerstören wird. Es war nur ein Verrückter, der sich ins Radio gehackt hat. Ruhig, ganz ruhig.
Seine Durchsage wurde plötzlich unterbrochen. Er war verrückt. Sandy gibt nichts auf die Gerüchte. Er will das Diner geöffnet lassen. Ständig kommen Leute vorbei und alle suchen einen sicheren Ort, aber sie gehen in unterschiedlichen Richtungen. Heute Mittag ist eine völlig aufgelöste Frau aufgetaucht. Sie wollte unbedingt das Zimmer neben Mr. Creeper haben. Ich habe versucht, ihr das auszureden, aber sie war schon kurz vor einem hysterischen Ausbruch. Ich habe Sandy gebeten, mich gehen zu lassen, aber er will nichts von einem Meteor hören. Okay. Unvollständige Aufzeichnung. Meine Angebetete, es tut mir unendlich leid, dich warten zu lassen. Heute Nacht, sie ist wunderschön. Ja, unvollständig, dann erfahren wir noch mehr. Machen wir gerade nochmal eine Zigarette. Ach ja, man kann alle Teleporter, das ist natürlich ganz wichtig. Die kann man alle freischalten, wenn man den Charakter pusht. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall machen, damit ich weiß, wo alle Teleporter auf der Karte sind, dass wir uns überall hin teleportieren können und so können wir dann viel schneller zu den Missionen hin. Wenn wir schon mal da gewesen sind natürlich, da muss man dann auch erstmal hinkommen. Ja, das können wir hier noch nicht machen, weil Truhen kriegen wir noch nicht auf. Anladung Schrottscanner erhalten. Aha. Damit kann man einen Stim herstellen, der bewirkt, dass normale Gegenstände eine Zeit lang leichter wahrgenommen werden. Ohr eines Stalkers. Alles andere haben wir schon. Reines Elex und Elektroschrott. Na, wunderbar. Läuft. Achso. Nein. Weil die Knochen werden wir immer auch noch brauchen. Rezept. Asselfleischsuppe. So, Wasserflaschen haben wir auch schon. Mutantenkraut und Asselfleisch. Ja, das macht. Da kann man natürlich irgendwann auch verkaufen, aber Resistenzstrahlung. Effektdauer 60 Sekunden, das ist nicht so lange. Gesundheit plus 20, das ist auch gut. Schleimig und widerlich, ja. Aber effektiv. Klebeband. Nochmal Klebeband. Oh, guter Löffel. So, hier waren wir fertig. War hier noch was? Gehen das hier noch hoch? Da hinten. Geht da noch ein? Ja. Oh. Alles klar. Ach, eine alte Münze. Zwei Stück, ne? Wunderbar, hier geht es auch noch rein. Hier ist aber nichts. So, was war hier draußen? Nur Ratten. Nun, vielleicht zwei auf einen Streich. Nee, doch nicht. Aber komm her. Oh, hier gibt es immer... Erfahrung ist ja uninteressant. Ist da was drin zum Looten? Ja, Metallschrott. Dachte ich mir doch. Ach, das sieht ja aus wie ein Ford Focus. Metallschrott. Komm her! Verdammte Rattenplage. Zack. Guck immer noch, da werden wir auch gleich noch reingehen. Weil
wenn wir schon mal hier sind. Da ist ein Teleporter, genau das habe ich gesucht. Wunderbar, das ist natürlich schon mal extrem gut. Sandy's Pies. So. Magnesiumfackeln, noch eine. Noch eine, noch eine. Was ist das, noch ein Buch oder was? Nö. Stiefel? Nö. Oh, Alter, das alles absuchen? Also nee, das machen wir jetzt definitiv nicht. Wir können uns jederzeit wieder hierher teleportieren. Das ist schon mal sehr gut. Was ist das denn hier, ein Briefkasten oder was? Nö. Scheinwerfer. So, gut, da haben wir einen neuen Teleporter. Wunderbar. Das speichern wir natürlich jetzt alles ab. Dann wollen wir mal sehen. Ja, in den Orten ist wahrscheinlich immer ein Teleporter. Ich wollte mal noch was anderes gucken. Ein Charakter. Ja, ist nicht mehr viel, bis wir aufgestiegen sind, wenn ich das richtig sehe. Wir müssen wohl die Straße hier entlang. Ja, dann gehen wir erstmal hier hin. Immer von, das ist schon was Größeres. Gut, dann gibt Gas. Oh, da ist ein großer Turm. Na, er kann auch nicht lange laufen. Ja, zu Anfang sind wir echt noch ziemlich schwach, aber das wird sich ändern. Bolzen. Das ist doch für eine Armbrust. Elixit. Spielzeug Dino. Talschrott. Talschrott. Ah, Schrotpatron. Eine Pump Action. Meine Lieblingswaffe. Ah, hier sind. Was ist da? Pfeile? Einer. Zweiter. Wunderbar. Ist hier in dem Auto noch was? Hier hinten noch was? Nein. Ah, na, hier ist sandig. Ach, hier ist er noch ein. Der wird gute Sachen haben. Na gut, so war es jetzt nicht, aber mal hier rein. Ja. Da oben ist da oben noch was drauf. Oder? Ne. Gut. Ja, irgendwann müssen wir auch schlafen, weil irgendwann wird es ja auch dunkel. Ich weiß jetzt nicht, wo hier die Sonne ist. Da sieht man. Da sieht man hier schlecht. Deswegen werden. Was, da hinten ist noch ein Haus. Dann wollen wir da mal hin. Bestimmt wieder ein Gegner sein. Das dachte ich mir, aber den können wir platt machen. Also das schaffen wir. Ey, spring da rüber, Junge. Jetzt, komm! Nein! Nein! Die Stärke, Alter! Ah, jetzt haben wir kein Fleisch mehr. Das hat man doch nicht alles aufgegessen. Hat man noch nicht ausgerüstet. Das müssen wir wieder ausrüsten. Ja, 19 Stück, das ist wunderbar. Das brauchen wir auch, bis wir denn dort sind, wo wir hinwollen. Auf jeden Fall können wir am besten Charakter pushen, indem wir definitiv Missionen abschließen. Gibt nur mal 200 Erfahrung momentan. So, was hast du hier bewacht? Warte, da ist noch ein Pfeil. Oder ein Bolzen. Ein Speer. Okay.
Ah, ein kleiner Heiltrank. Unverbrauchte, unbrauchbare Verbandstasche. Öllampe. Wenn die heil ist, wer weiß. Nö. Ist hier hinten? Können wir hier durch? Nö. Sein können, dass sie hinten noch was versteckt haben, eine Kiste oder so, aber gut. Ich würde sagen, wir bleiben mal lieber auf der Straße. Ist hier ein Gegner, da hinten sind. Ja, das ist ein großer. Aber es sollte nicht mehr so weit sein, bis wir denn da sind. Hier ist eine Pflanze, ne? Ja. Bleiben auf der großen Straße. Oder ist das hier das... Moment mal. Alter, ein Raumschiff, ey. Ah, wir sind gleich da. Ist das auch eine Ratte? Nee, das ist keine Ratte. Also Fleisch? Asselfleisch. Ach, das war die erste Assel. Nee. Ist hier was zu looten? Nein. Und wir nehmen noch ein Fleisch, das ist halt halber. Wir können noch abspeichern, wenn wir uns geheilt haben. So, speichern. Oh, jetzt kommen wir schon gut vorwärts. So weit ist es auch nicht mehr, bis wo wir hin müssen. Da werden wir schon hinkommen. Ja. Würde ich sagen, gehen wir als nächstes hier hin. Ja, hier hinten gehen wir mal rauf. Hier ist vielleicht ein Teleporter. Das könnte sein. Die sind wichtig. Ups, eine Pflanze. Die sind auch immer wichtig. Das sollte man nicht dran vorbeilaufen und sie nicht nehmen. Ist das ein Detektor für einen Teleporter? Der grüne oder was? Der grüne Balken? Ei! Zum Glück haben wir abgespeichert, Alter. Eine Mine, Alter. Naja, das ist Sperrgebiet hier. Das ist mit Stacheldraht alles voll. Ah, wie schnell lädst du? Oh, schön schnell. Gut, dann... Na, automatisch speichern würde der alle 3 Minuten, aber... Ich speichere lieber selber. So, da gehen wir jetzt gar nicht hin. Oh, oh, oh. Können wir nehmen? Nee, will ich nicht. So. Da wird wahrscheinlich ein Teleporter sein. Ah! Das gibt's doch nicht, Alter. Ich glaube, jetzt sehe ich die auch. Da hinten sind noch 2. Ah, da war ein alter Hummer. Alter, das war eine fette Waffe. So. Aber jetzt müssen wir es schaffen. Erstmal nehmen wir die Pflanze hier wieder mit. Ja, sowas hat er bestimmt nachher in Detect. Da liegt doch wieder eine Mine. Das sieht... Ich weiß es nicht. Die war ja auch auf der Straße. Wir müssen echt aufpassen hier. Mine? Habe ich sie gesehen? Jetzt habe ich sie gesehen. Ja gut, hier kann man sehen. Das ist bloß ein bisschen blöd gewesen, weil ich wollte vom Gegner abhauen. Weil damit wollte ich mich nicht anlegen. Na gut. Na, wir können den Gegner... Nee, will ich nicht. Das können wir die nehmen. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Wo ist die erste Mine? Ach, da ist eine. Genau auf dem gelben Streifen. Oh,
Wo war denn die? Da ist die andere. Da ist noch eine. Nicht zu nah ran. Oha. Da ist noch eine. Da ist noch eine, ne, da hinten. Oh! Da ist ja noch eine. Alter. Die auch. Die andere habe ich fast gar nicht gesehen. Die liegt hier im Gras drin. Da oben müssen wir hoch. Erstmal speichern. Damit wir hier nicht wieder alles von vorne laufen müssen. Passt schon. Dass man immer speichern kann, ist schon mal sehr gut. Wie gesagt, man nähert sich das Eichhörnchen. Hier im Gras könnte wieder eine liegen. Da ist noch eine. Aber das wird bald aufhören. Da oben kommen wir hoch. Ein Jetpack. So, ist ein Gegner. Oh ja. So, hoch hier. Ich glaube, das war es auch schon mit den Minen. Oh, vorsichtig noch. Ne, hier ist nichts mehr. Oh, was ist das denn für ein Gerät, ey? Wo ist das auf der Karte? Das hier ist das, das Teil hier. Oder die Waldfee. Moment. Oh, Scheiße. Lauf. Sieht gut aus. Da werden wir erstmal nicht hingehen. Oh, da kommt immer noch hinterher. Aber nicht mehr lange. Was ist denn das? Ah, ein Knochen. Die werden wir auch noch brauchen, die Knochen. Umsonst gibt sie hier nicht. So, aber hier kommen wir direkt hin. Die Windräder drehen sich nicht. Moment, war es noch ein Knochen? Was war das hier? Egal. Was denn? Oh. Hier ist die Straße vorbei. Ah, ich sehe einen See in der Wüste. Oder was ist das? Alter, diese tiefe Schlucht, ey. Dort ist eine Spinne. Ja, da. Hier braucht man auch ein Jetpack. Aber da speichern wir vorher nicht, dass das schief geht. Den Gegner machen wir aber platt. Ne, gehen wir lieber aus dem Weg. Wir haben nicht so viel Energy und... Müssen wir ein bisschen links uns halten.
da hinten. Das ist hier eine riesengroße City von den Outlaws. Aber die haben nichts gegen uns, die Outlaws. Was ist das, ein Gegner? Nö. Oh, da sind gleich drei, aber gleich sind wir da. Oha, da sind da die Dienststreife, zwei Stück. Mit denen legen wir uns lieber nicht an. Gas! Oh, eine Mine! Geldbeutel. Mehrere. Da hinten ist es. Speichern. Da oben geht's hoch. Da wollen wir da auch rein. Naja, den lieber nicht hier, den Kollegen. Ist das eine Vogelscheuche oder was? Hä? Moment. Kann klettern, nö, wollen wir nicht. Ach, da oben der grüne Balken ist die Ausdauer, hier schon wieder eine Mine. Eine Sprenggranate. Gehen wir da oben gleich hoch. Moment, ist das eine Kiste? Nee. Ah, da sind die Kollegen, aber ich glaube, die haben nichts gegen uns. Ich mir vorher lieber noch mal ab, nicht dass sie uns angreifen, aber ich glaube nicht. Na, die wollen die angreifen. Machen platt, schauen wir mal zu. Boah, hallo, Fremder. Mhm. Wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst, bevor du weiterziehst, bin ich genau dein Mann. Was hast du anzubieten? Alles, was dein Herz begehrt. Zahnarzt. Stärke und Konstitution, ja. Ich mach 12 mehr. Aber wir bräuchten eher nicht mehr Angriff, außerdem haben wir noch eine Arzt. Die, deswegen den Arzt brauchen wir gar nicht. Wir bräuchten eher eine Rüstung. Für die Defensive, dass wir da nicht so schnell sterben und auch mal an größere Gegner ran können. Das, die Defensive hat erstmal Vorrang. Aber wir haben ja noch eine Arzt. Und die können wir aber auch immer noch nicht tragen. Aber ich glaube, wenn wir die nächste Mission geschafft haben, sind wir ein Level up. So, das ist... für die Arbeit, aha. Rüstung plus 2. Wie? Achso, die kostet 250. Ne, ist ja die Hälfte, die wir haben. Sonnenbrille. Normale Gegenstände können leichter wahrgenommen werden. Das ist schon nicht schlecht. 2500. Ja, nee, ist klar. Schächterhemd. Ah, die können wir schon fast benutzen, aber können wir uns gar nicht leisten. Paradestärke Rüstung, ja. Schrottsammlerhemd. Diese Rüstung ist das Mindeste, was man auf Streifzügen tragen sollte. Da bräuchten wir noch 2 mehr Konstitutionen. Plus 13 Rüstung und Paradestärke. Ach, die könnte man schon benutzen. Oh, die ist gar nicht schlechter. Die ist, macht nur...
ein weniger Rüstung. Können wir uns aber auch noch nicht leisten. Das ist auch noch nicht Sinn der Sache. Weil, na Moment. Kralle. Pures Mana. Dietrich, ja. Dietriche sind günstig. Anleitung Amulett der Tarnung. Alter Schwede. Das ist krass. Goldbrocken. Damit lässt sich ein Amulett herstellen, das Gegner erst später angreifen lässt. Oh, das könnte nicht... Oh, es sind ganz viele Sachen möglich, also... Spruch. Geistgestalt. Gegner greifen erst später an, ja. Gut, nö. Wir könnten noch was verkaufen. Die haben wir ausgerüstet, ne? Ja. Die können wir noch nicht benutzen. Die macht plus 8. Dann müssten wir aber noch 13 in Stärke investieren. Das ist sehr viel. Und ja, also 3 nur noch in Konstitution. 10 kriegen wir immer. Also das wären erst noch 2 Level müssen wir aufsteigen für dieses Beil. Ja, die können auf jeden Fall weg. Was kriegen wir denn dafür? 20 nur. Ja, was machen die Handgranaten? Die Kosten sind gar nicht viel wert. Das ist ein bisschen mehr wert. Heiltränke, ja. Die brauchen wir auch alle. Nö, das bringt dir noch alles noch gar nichts. Was machst du hier? Wache. Wenn du was versuchst, bist du tot. Aha. Gut, dass du nicht angreifen tust. Dann machen wir jetzt mal zu den Outlaws. Dann können wir nämlich eine Story weitermachen. Ja, Haupt- oder Nebenmission ist für mich beides Story. Das spielt keine Rolle. Ah, was ist denn das hier? Elektroschrott. Ach, hier ist Ray. Hey Mann, keine Minute zu früh. Die Kerle da oben haben mich schon gesehen. Wenn wir Pech haben, machen sie Meldung und wir haben die Kopfgeldjäger am Hals. Wer ist wir? Ach, komm schon, lass den Quatsch. Die Typen machen keine Gefangenen. Was hast du jetzt vor? In dem Drecksloch da oben gibt es einen Kerl namens Wyatt. Der Hund hat hier im Fort einige meiner Steckbriefe verteilt. Ich werde ihm mal einen Besuch abstatten, während du dich im Hintergrund hältst. Ich habe eine bessere Idee. Ich spreche mit Wyatt und du bleibst in der Nähe. Also gut, wie du willst. Ich gehe vor. Sagte ich nicht gerade... Komm schon, lass uns nicht streiten. Wir müssen schnell machen. Wir stehen hier wie auf dem Präsentierteller. Wenn mich die Kerle hier erkannt haben, kriegen wir eventuell Probleme. Also pass auf. Speichern. Mach schon. Wen haben wir denn da? Ein Neuer im geheiligten Land. Wenn du dich im Fort frei bewegen willst, musst du zahlen wie jeder andere auch. 200 Erfahrung. 200 Splitter als Eintrittspreis. Oder du bleibst draußen. Alles klar? Ich will nicht ins Fort. Von mir bekommst du gar nichts. Ich habe dich schon bezahlt. Können wir nicht machen. Bezahlen wäre es egal. Hier sind die Splitter. Alles klar, dann geh mal durch. Gefällt deine Entscheidung. Hat auch wieder positiv, ja? Das klar, es mir gefällt. Gib mir einen großen Überblick über das Fort. Wie denkst du über Elex? Das Elex. Wie denkst du über das Elex? Es ist der Treibstoff für den nächsten Trip. Wir vermengen es mit anderen Substanzen und fertigen so unsere Stims. Manche werden zwar abhängig von dem gepanschten Mist, aber ich habe es unter Kontrolle. Wenn das Klerikerpack oder die Berserker denken, sie hätten ein Anrecht auf das Elex, dann irren sie sich. Wir sind die Einzigen, denen es zusteht. Und ganz im Vertrauen, dass der Konverter vor unserer Haustür steht, hat auch seine Vorteile. Die meisten Menschen, die ich kenne, fürchten sich vor den Alps und ihren Maschinen. Sympathisierst du mit den Alps? Sympathisierst du mit den Alps? Was? Wie kommst du denn darauf?
Am liebsten würde ich sie beim Kopf packen und im Sand ersticken. Dachte ich mir. Ich ziele auf etwas anderes ab. Soweit ich weiß, stopfen sie ihren Konverter voll mit allem, was Elex enthält. Wenn diese gefühlskalten Arschgeigen also schon so eine Vorarbeit leisten, sollte man sich das zu Nutzen machen. Hat sich das Ding also vollgesogen wie eine Zecke, ernten wir das Elex einfach ab. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass der Duke nur ihr Spiel mit ihnen treibt und darum noch untätig bleibt. Unsere Granaten werden ihre Ärsche schon nach Xakor zurückkatapultieren. Und die Menschen, die im Konverter verenden, interessieren dich nicht? Nein, was kümmert mich ihr Schicksal? Ich sehe nur den Profit, den ich aus ihnen schlagen kann. Mehr nicht. Ja? Gib mir einen groben Überblick über das Vor. Was willst du von mir? Du sollst mir sagen, was ich über das Vor wissen muss. Ach so, sag das doch gleich. Also, wo fange ich an? Ja genau, bei Baxter. Baxter war der Erste, der das Vor in seine Form gepresst hat, wie du es heute hier vorfindest. Vorher war das einfach nur eine große Ruine, wo jeder in die Ecken gepisst hat. Aber er hat mit ein paar Arschtritten das Ding in eine riesige Wehranlage umfunktioniert. Erzähl weiter. Ach ja, einer der alten Gefolgsleute von Baxter hat ihm die Macht entrissen. Und dieser jemand ist der Duke. Und der sitzt jetzt seinen fetten Arsch auf dem Thron breit. Aber uns geht's nicht schlecht unter seiner Führung. Wenn man ihm und seinen Leuten nicht in die Quere kommt, kann man gut leben. Was muss ich über die Hauptleute wissen? Ihre Namen reichen für den Anfang. Matt Bob, Chloe, Blake und Big Jim heißen sie. Wie sie drauf sind, wirst du erfahren, wenn du mit ihnen quatscht. Cool. Aber sie hecheln dem Duke schon lange nicht mehr so treu hinterher wie früher. Tu dir trotzdem selbst einen Gefallen und kack seine Familie nicht an. Da kriegt er sofort Pickel. Ach ja, dann ist da noch Nasty, die Zwillingsschwester vom Duke. Das härteste Weibstück hier. Cool. Sie kontrolliert die Außengebiete und steht so gar nicht auf duckmäuserische Schwätzer. Genau. Also, gesünder für dich, wenn du ihr nicht auf die Nerven gehst. Geil. So, das ist ein Teleporter hier, ne? Cool. Sehr cool. Die Outlaws sind mir schon mal sehr sympathisch. Ja, wir sind ein bisschen an Borderlands. So, sind wir hier, diesen riesen Vor. Oh, hinten ist noch ein fetter Panzer, ist auch ein Abrahams-Panzer, ja. Los, los! Los, los! Mach schon! Wyatt, der Mistkerl, ist da drüben. Gut, ich komme. Nochmal 200 Erfahrung. Okay, aber sei vorsichtig. Wo ist Wyatt? Da oder was? Der nicht, ne? Ja, so sieht ein Abraham-Panzer aus. Wyatt ist dort drüben. Hier, wa? Ja. Was willst du? Du musst der Kerl sein, der hier überall Steckbriefe verteilt. Ach ja? Sagt wer? Nun, ein ziemlich übler Bursche namens Ray. Ah ja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Bist du jetzt sein neuer Bodyguard oder was? Sagen wir, ich habe ein Interesse daran, dass ihm nichts passiert. Nein, obwohl, wenn ich es mir recht überlege, ist ein Job wie jeder andere hier. Interesse daran, dass ihm nichts passiert. Ja, Interesse, ob wir für ihn Interesse zeigen, da bin ich mir nicht so sicher. Das passt wohl nicht so gut. Ist ein Job wie jeder andere hier. Ist ein Job wie jeder andere hier. Das ist ja entzückend. Und wann kommt die Stelle, wo du mir erzählst, was das mit mir zu tun hat? Es heißt, du verteilst die Steckbriefe. Ray soll angeblich eine stattliche Summe einbringen. Bau jetzt bloß keinen Scheiß, Mann. Du siehst nicht so aus, als ob du Spaß verstehst, was? Tja. Zahlt dir der Penner überhaupt was dafür, dass du dich hier für ihn zum Affen machst? Aber gut, ich will keinen Ärger mit dir. Sag, was du willst und dann verschwinde wieder, okay? Ja, ich glaube, das war die richtige Wahl. Weil das sind ja Outlaws und wenn wir jetzt für ihn gesagt hätten, also wir haben Interesse an ihm, ich weiß ja noch nicht, was das für ein Typ ist. Das wäre wohl nicht so gut angekommen, aber die machen ja auch Auftragsmorde, Auftragskiller.
Und wenn wir sagen, wir sind auch Auftragskiller, also auch ein Outlaw, so wie du, dann gefällt ihm das wohl besser. So, wie viele Steckbriefe hast du noch? Wer hat dich damit beauftragt? Wer hat dich damit beauftragt? Das ist ja niedlich. Nee, wenn ich dir das erzähle, kann ich gleich meinen eigenen Namen auf die Steckbriefe schreiben. Tja. Wie viele Steckbriefe hast du noch? Nur noch einen. Und den gibst du mir jetzt? Ich weiß nicht, ob... Ich könnte dir natürlich auch die Fresse polieren. Und dann gibst du mir den Steckbrief. Schon gut, schon gut. Bevor wir zwei Ärger kriegen, gebe ich dir das Ding lieber gleich. Cool. Wer hat die Rest? Jeder, der sich... Zweimal 200. ...Ratte wie Ray zur Strecke zu bringen. Geil. Jetzt fängt das Spiel langsam an aufzudrehen. Geile deutsche Sprecher, also gefällt mir sehr gut. Was wäre, wenn ich Rail gleich hier erledige? Kriege ich dann die Belohnung? Du bist also nichts weiter als ein unwichtiger Mittelsmann. Nee, ich will den Rail nicht töten, weil der kann uns nachher noch... Das macht alles Konsequenzen. Ja, also wenn wir jetzt sagen würden, gleich hier erledigen, dann kriegen wir zwar viel Geld, aber darauf bin ich nicht aus. Ich möchte ihn am Leben halten und nicht töten. Du bist also nichts weiter, genau. Du bist also nichts weiter als ein unwichtiger Mittelsmann. Wenn du das sagst... Well, gefällt das, und ja. Jetzt verziehe ich mich, wenn's recht ist. Also, schönen Tag noch. Was muss man bloß anstellen, um auf so einen Steckbrief zu landen? Dieser Ray hat ein ernsthaftes Problem. Ja. So, jetzt haben wir ihn am Leben gelassen. Deswegen lohnt sich das auch, das Spiel zweimal durchzuspielen, ist natürlich logisch, weil wir können, ja, es gibt eine Errungenschaft bestimmt, wenn wir bei den Outlaws drin sind. Das hätte ihm wohl besser gefallen, wenn wir ihn gleich zur Strecke gebracht hätten, aber dann können wir mit Ray nicht mehr weiter und der hat vielleicht noch was Besonderes für uns. Ja, und sowas gefällt mir bei Spielen natürlich auch sehr gut. Ist noch was zu looten? Nein. Mal gucken, mit Ray sprechen. Willst du mir immer noch weismachen, du wüsstest nicht, wer dich tot sehen will? Willst du mir immer noch weismachen, du wüsstest nicht, wer dich tot sehen will? Ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Deine Steckbriefe sind mit Big W unterschrieben. Nee, kein Blondunst, wer das sein soll. Aber wenn Wyatt wirklich den Auftrag hatte, die Steckbriefe zu verteilen, dann weiß ich schon, wem er sie gegeben hat. Wyatt und ich waren mal im gleichen Team. Wir gehörten damals zu Jacksons Bande. Wir nannten ihn immer das Hirn. War eine üble Zeit und die Erträge waren mies. Ich bin irgendwann raus aus dem Verein, wie einige andere auch. Wyatt hat aber mit Sicherheit immer noch einen guten Draht zu den Jungs von damals. Das hast du doch alles vorher gewusst. Warum hast du mich dann hierher geschleppt? Tja, jetzt hast du es selbst gesehen, wie ernst die Lage ist. Ich brauchte ein wenig mehr Authentizität, damit du mir die Sache auch abkaufst. Ja, hätten wir ihn jetzt getötet, hätten wir die Belohnung bekommen. Wahrscheinlich wären wir bei den Outlaws dann besser da gestanden. Aber wir stehen jetzt immer noch nicht schlechter da bei denen. Wir können bei denen noch rein, bei den Outlaws, gehe ich mal von aus. War die richtige Entscheidung, gehe ich mal von aus. So, Schluss jetzt mit dem Unsinn. Was glaubst du, wie... es jetzt weitergeht. Alles noch dran. Wie es jetzt weitergeht, ja. Nee, nicht mit dem Unsinn. Das ist ja kein Unsinn, was er gesagt hat. Da würden wir ihn ja beleidigen. Alles noch dran, dann sind wir zu ihm nett. Alles noch dran? So gerade noch. Steht neutral zu dir, siehst du? Schluss jetzt mit, was glaubst du, wie es weitergeht? Nee, das ist auch wichtig. Schluss jetzt mit dem Unsinn. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Hör zu, ich habe nicht vergessen, was ich dir schulde. Außerdem werde ich diese Scheiße nur in tatkräftiger Begleitung überleben. Darum werde ich ab jetzt bei dir bleiben, bis meine Schuld getilgt ist. Aha. Ich kann dich ja im Kampf unterstützen oder, naja, oder bei dem, was du sonst so tust. Als Gegenleistung dafür hilfst du mir, Jacksons ehemalige Jungs zu finden und meine Steckbriefe wieder einzusammeln. Meine Gegenleistung hast du schon auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Meine Ausrüstung!
keine Sorge. Ich zahle sie dir natürlich doppelt wieder zurück. Aha. Also, was sagst du? Das ist natürlich geil. Ja, wir kriegen das doppelt zurück. Die anderen hätten uns für seinen Tod nicht viel gegeben. Ja. Geil. So eine Spiele mag ich, weil... dann hast du doppelt so viel vom Spiel, weil du kannst es doppelt so... Also zweimal durchspielen, ne? Wenn du jetzt 60 Stunden Spielzeit hast, kommst du auf 120. Mit Konsequenzen. Nicht einfach mal drücken, 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 sondern einfach auch mal überlegen. Kopf anschalten, wunderbar. So. Ich schätze dein Angebot anzunehmen, für mich zu arbeiten, ist immer noch besser als nichts. Ich schätze dein Angebot anzunehmen, für mich zu arbeiten, ist immer noch besser als nichts. Wow, das hört sich doch nach Zuversicht an. Und das von einem Eisklotz. Scheinbar hatte mein Bruder recht. Hinter eurer Fassade seid ihr offenbar doch ganz normale Menschen. Okay, dann sag mir, wo ich hinkommen soll und ich bin da. Ich habe da ein Lager in... Ja, ja, ich weiß schon, wo du deine Klamotten parken würdest. Du hast mich beobachtet? Hey, du bist meine beste Option. Dann lohnt es sich, informiert zu sein. Ich weiß, ich werde es bereuen. Wir sollten hier nicht zu lange bleiben. Das ist ein gefährliches Pflaster. Nochmal 500 Erfahrungen. Jetzt geht's aber langsam los hier. Du hast einen Bruder? Du hast einen Bruder? Ja, Tom ist alles, was mir von meiner Familie geblieben ist. Ist er auch so eine Marke wie du? Fast, bis auf die Tatsache, dass Tom öfter mal in der Scheiße steckt. Und ich ihn jedes Mal wieder raushauen muss. Hm. Gut. Reden wir mal über deine Steckbriefe. Okay, die Sache ist die. Ich habe die ehemaligen Jungs von Jacksons Bande aus den Augen verloren. Sie haben sich ihre eigenen kleinen Grüppchen von Ganoven gesucht, mit denen sie umherziehen. Ich fürchte, Mason, Bombi und Jackson selbst sind nicht so einfach zu finden. Was ich sicher weiß, ist, dass Leo in der Wüste geblieben ist. Wenn du willst, dann kann ich dir zeigen, wo genau. Sag mir einfach, wenn du bereit dazu bist, dann bringe ich uns hin. Ja. Okay. Einen Moment. Er bleibt hier stehen. Ach, das Windrad da hinten dreht sich. Und hier dreht sich der Schatten auch links auf dem... Hier? Da unten. Krass. Das Windrad... Ach, hier, das ist der hier. Stromgenerator, Windrad. Ja, geil. So, meine lieben Freunde. Zum Schluss. Ja, deswegen... meine Let's Plays bleiben länger, also ich mache jetzt hier nicht immer eine halbe Stunde oder 20 Minuten Folgen. Ich möchte sie ja, ich habe sie jetzt ja auch, seht ihr ja, ich habe meine Videos noch nicht beschriftet, aber das mache ich alles noch im Nachhinein. Aber mir ist erstmal wichtig, dass ihr jeden Tag so ein, zwei Folgen bekommt. Und beschriften tue ich sie ja danach noch. Aber für meine Abonnenten ist das ja auch nicht wichtig, ob ich da jetzt noch Gameplay German oder irgendwas hinterschreibe. Das wäre nur für neue Zuschauer wichtig, damit die Videos öfters gefunden werden. Aber ich mache es hauptsächlich erstmal nur für meine Abonnenten, also für euch, meine lieben Freunde. So, wunderbar. Jetzt kommen wir nämlich langsam rein ins Spiel. Der Anfang war ein bisschen zäh, aber jetzt richtig cool, ja? So, wunderbar. Na, da sind wir doch mal gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Gut, meine lieben Freunde. Ich werde jetzt noch ein bisschen was anderes zocken. Ja, draußen scheint schön die Sonne. Ja. Und, ja. Wunderbar. Gut. Ich wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wie gesagt, viele Menschen haben ja nicht so viel Zeit heutzutage. Ihr könnt euch ja meine Folgen auch in Etappen angucken. Also wenn ich jetzt jeden Tag eine halbe Stunde hochladen würde, ist ja viel weniger, als wenn ihr jetzt mal eine 2-Stunden-Folge habt. Ja, sind dann sozusagen 4 Folgen, ja. Also Doppelfolgen oder wie ihr es haben wollt. Schaut euch das einfach in Etappen an. Außerdem hat es ja auch einen Vorteil, die langen Folgen kann man ja auch vorspulen und jederzeit sich angucken, was da los ist. Ja, hat alles Vor- und Nachteile. Ja, für mich ist es ein bisschen einfacher.
Ja, und 60 Bilder haben wir. Also das Spiel haben wir ja auf 60 FPS, das seht ihr ja. Aber ich render das nicht mit 60 Bildern, weil das dauert zu lange. Dafür sind die Folgen zu lang. Aber die Grafik, und es ist ja ruckelfrei, also ob ich jetzt 60 FPS noch, also 1080p 60 FPS habe oder einfach nur 1080p, das spielt ja keine Rolle. 60 FPS kriegt ihr, wenn ich mal wieder mein Lenkrad in die Hand nehme und mal wieder R-Faktor oder irgendwelche geilen Autorennspiele fahre, kommt auch alles wieder. Ja, keine Sorge. Ja. So. Ich wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag, genießt euer Leben. Und für neue Zuschauer, wenn sie gerade zugeschaut haben, schaut euch mal meinen Kanal an. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, ja, ich bin jetzt so seit 1,5 Jahren auf YouTube aktiv und Let's Player. Ja, dann lasst doch gerne mal ein Abo da, wenn euch das gefällt, würde mich sehr freuen. Alles klar, meine lieben Freunde. Euer Robin Hood. Bye, bye.